Na dann, also die Frage kam, was tippe ich? Ich sage plus 8 für Dänemark. Ja, das wäre sehr deutlich. Ich hoffe auf ein plus 2 für Dänemark. Ich hoffe auch, aber na mal gucken. Na, da gibt es ein kurzes Ziehen, das haben die Schiedsrichter nicht gesehen. Austrup ist einfach in der Lage, durch das Weglaufen oder durch die Sperren, die er stellt, jetzt wird er wahrscheinlich wieder rauslaufen, genau, um den entfernten Innenblocker zu isolieren. Für Witzel, Wahnsinn. Aber um das zu Ende zu führen, dieses Laufspiel vom Kreishofer, das richtige Timing zu haben dabei und dementsprechend eine Isolation für jetzt in dem Fall Gitzel zu holen, das ist einfach auch eine absolute Qualität, die man oft gar nicht so wahrnimmt. Das sind so kleine Nuancen, aber die sorgen häufig oder sorgen dann für einen technischen Fehler. Pütlik, so viel quer, Wahnsinn, und trotzdem haben sie Wahnsinn am Ende so einfach, viel Raum bei Saugstrup. Einfach wahnsinnig gut gespielt. 6. Tore Dänemark. Auch immer wieder wirklich auffällig, dass Dänemark sehr viel mit der gleichen Auftakthandlung arbeitet, aber sie sind erfolgreich. Warum also davon wegkommen? Gitzel 100%. Emil Jakobsen. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber die Kreiskooperation, damit scheinen sie jetzt gerade den Schlüssel gefunden zu haben. Und da könnte das 7 gegen 6 nicht uninteressant sein. Das wird einen Grund haben, das weiß, wissen die dänischen Trainer deutlich besser als wir. Super gespielt. Guck mal. Hansen auf Saugstrup, der macht ja 2 Tore in Folge. Das ist natürlich für Banhidi auch schwer. Niklas Landin, Olympiasieger, 2-mal Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger, deutsche Meister, Pokal, zählen die ja gar nicht mehr. Boah, Wahnsinn! Wahnsinn! Was soll man denn dazu sagen? Total schwieriger, guter Pass, den Pütlik da rausbringt. Diese Peitsche nach außen ist technisch so anspruchsvoll. Der Kemper-Trick. Fangen die sehr, sehr früh an zu harzen und das ist für die Technikausbildung natürlich sehr viel wert. Handgelenk, alles absolut mit dabei. Oh, Sofortauswertung von Landin. Mit Mensa, weil er nicht so verteidigt, wie er soll. Ja, kann ich aber nachvollziehen. Da zieht er nicht dran. Hört früh auf im Zweikampf. Ja, vor allen Dingen diese Kombination Christiansson und Magnusson ist tatsächlich beeindruckend. Ich finde, dass Palmerson in dem Turnier ein bisschen abgebaut hat. Also, war auch dann verletzt, ne? Ja. So, ja, okay. Da muss ich aber auch sagen, da würde ich aber auch bei 23:40 dann mit einem Leger anfangen. Ja. Würde mir als Trainer nicht gefallen, möchte ich mal so ausdrücken. Sehr schön. So, Fakt ist, Ungarn war jetzt kein Gradmesser für die Dänen. Absolut. Bei Kroatien haben sie kurz gezuckt. Da war es dann am Ende ein Unentschieden, aber hier ist Fakt.